Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms. Markus at Home begrüßt Sie in geografischer Reihenfolge von West nach Ost, aus Saarbrücken, aus Kaiserslautern, aus Frankfurt am Main und aus Wien, um Ihnen die aus unserer Sicht spannendsten Neuigkeiten der zwei großen kardiologischen und nephrologischen Herbstkongresse zu präsentieren, der Jahrestagung der American Heart Association, AHA, und der American Society of Nephrology, ASN. Alle Kongresse haben dieses Jahr virtuell stattgefunden. Wir möchten das mit Ihnen interdisziplinär diskutieren. Wir haben eine spannende Runde von Kardiologen und Nephrologen und möchten insbesondere auch diejenigen Kollegen von Ihnen adressieren, die außerhalb dieser Spezialfächer arbeiten, die tätig sind in der allgemeinen inneren Medizin, in der Allgemeinmedizin oder noch spannender für uns Kolleginnen und Kollegen auf den Weg in die Spezialfächer und natürlich Studenten und Studentinnen. Zweiter redaktioneller Hinweis zu Beginn: Auswahl der Studien ist rein subjektiv und ist vor allen Dingen unabhängig von Interventionen von pharmakologischen Unternehmen. Wir haben einen akademischen Partner, das ist der Amboss Verlag, der uns hilft, diese Veranstaltung Ihnen bekannt zu machen. Ansonsten ist dies eine ehrenamtliche und unabhängige Veranstaltung. Dritter und letzter redaktioneller Hinweis von mir: Zum ersten Mal haben wir das Format so ein bisschen gewechselt. Wir hatten die Frühjahrs- und die Sommerkongresse live aus unserem Heimatstudio gestreamt gehabt. Wir haben dann festgestellt, dass die große Anzahl von Ihnen zu Hause diese Diskussion lieber zeitversetzt anschaut, dass im Verhältnis dazu die Anzahl der Live-Teilnehmer, die auch am Streaming sich beteiligt hatten und dann auch Fragen gestellt hatten in den Chat, eine überschaubare gewesen ist. Dafür haben wir jetzt zum einen die Möglichkeit, das Ganze CO2-neutraler zu machen und vor allen Dingen auch zum ersten Mal international zu machen, worüber wir uns besonders freuen. Das ist der Moment, Stefan, überzugeben zu dir. Ja, ich werde es in umgekehrter Reihenfolge versuchen. Vielen Dank, lieber Gunnar, mit der Vorstellungsrunde dann von Ost nach West. Wir freuen uns, Professor Seemann, der die Otterkring-Klinik in Wien leitet, dabei zu haben, der als akademisch ausgewiesener Partner mittlerweile fester Bestandteil bei Markus at Home und bei uns bei Amboss dann ist, Incoming President der Nephrologischen Gesellschaft, der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie ist. Freue ich mich ganz besonders. Spannende Themen für uns Kardiologen immer. Und dann Professor Heine, den Sie gerade gehört haben, der die Nephrologie im Agaplesion-Krankenhaus in Frankfurt leitet und akademisch sowie Privatdozent Custodes und ich in Homburg noch verwurzelt ist an der saarländischen Uniklinik. Ich bin Kardiologe in Kaiserslautern mittlerweile in der Niederlassung und in Homburg ein bisschen akademisch tätig und Privatdozent Custodes, wie gesagt, leitet die Kardiologie am Winterberg-Krankenhaus in Saarbrücken, interventionell tätig und akademisch auch in Homburg. So viel dazu. Ich glaube, das ist ein buntes Programm. Jetzt bin ich mal gespannt, Gunnar, auf deinen ersten Teil. Wir fangen, glaube ich, mit der Nephrologie an heute. Aus nephrologischer Sicht haben wir vier Studien rausgepickt, die wir für spannend auch für Kollegen außerhalb unserer Kerndisziplinen halten. Ich möchte anfangen mit einer epidemiologischen Studie zum Konsum von Kochsalz und von kaliumhaltigen Nahrungsmitteln. Dann eine Substanz diskutieren, die im Moment noch akademisch ist, die wir aber nächstes Jahr in Österreich und Deutschland zur Verfügung haben werden, einen neuen Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist, Finerenon. Einen kurzen Ausflug in die Hochdrucktherapie bei Menschen mit chronischer Nierenerkrankung, Daten aus der Klick-Studie und am Schluss eine zweite, völlig neue Substanzgruppe, die Hip-Stabilisatoren, zu denen bei der ASN spannende Phase-3-Studien publiziert worden sind. Ich fange an mit den epidemiologischen Daten. Wir alle vier sind große Freunde der evidenzbasierten Medizin mit Daten aus randomisierten Studien. Nicht alles kann man aber randomisieren auf dieser Welt. Deshalb dieser Blick in die Epidemiologie. Es ist ein altes Diskussionsthema in der Kardiologie, in der Nephrologie, in der allgemeinen inneren Medizin, wie wir es mit dem Kochsalzkonsum halten sollen. Wir haben alle gelernt, zu viel Kochsalz ist möglicherweise schädigend, macht Bluthochdruck, macht dann auch kardiorenale Erkrankungen. Es war dann immer die Frage gewesen, gibt es möglicherweise auch ein zu wenig?
Das heißt, sollten wir eine gewisse Menge Salz zu uns nehmen. Und da gab es in der Vergangenheit kontroverse Studien, die teilweise eine J- oder U-förmige Assoziation gezeigt haben. Zu viel und zu wenig Kochsalz könnte schädigend sein. Diese Studien haben methodische Schwächen gehabt. Darauf können wir in der Diskussion vielleicht gleich eingehen. Deshalb hat man jetzt hier ganz spannend zusammengefasst Daten aus 6 sehr großen epidemiologischen Studien, weitgehend Menschen in der Primärprävention kardiovaskulär, USA, Niederlande vor allen Dingen, Menschen im Mittel 50 Jahre, 10 Jahre nachbeobachtet. Und jetzt kommt das Besondere, alle diese Menschen hatten zu Beginn der Studie wiederholt 24 Stunden Urin gesammelt gehabt. Und aus diesem wiederholten 24 Stunden Urinsammlung hat man den Kochsalzkonsum abgeschätzt. Das ist deshalb wichtig, weil die Studien, die uns suggeriert haben, dass es so eine J-förmige oder U-förmige Assoziation geben könnte, häufig keinen Sammelurin gemacht hatten oder zumindest nicht häufig wiederholten Sammelurin gemacht hatten. Manche dieser Studien haben Schätzformeln benutzt. Die sind nicht besonders gut, wenn es um den Kochsalzkonsum geht. Was hat man gesehen? Man hat gesehen, egal in welcher Studie ich gucke, dass eine Mehraufnahme von Natrium mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten kardiovaskulärer Erkrankungen verbunden ist. Dieser Effekt ist substanziell, denn wir sehen, pro 1 Gramm mehr Natrium kommt es zu einer 18-prozentigen Zunahme des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen. Wenn man sich das auf einer absoluten Skala anschauen will, dann kommt man zu dieser Assoziation. Und Sie sehen, hier ist nichts mehr U-förmig, hier ist nichts mehr J-förmig, sondern über ein ganz großes Spektrum, ganz links 1 Gramm, ganz rechts 6 Gramm, eine klare lineare Assoziation. Je mehr, desto schlechter oder positiv formuliert, je weniger, desto besser. Die Gegenprobe ist dann die Kaliumausscheidung. Hier sehen wir genau den gegensätzlichen Trend, egal in welcher Studie, weniger Kalium im Urin, mehr kardiovaskuläre Ereignisse oder wieder umgekehrt formuliert, mehr Kalium im Urin, weniger kardiovaskuläre Ereignisse. Das Schöne ist, man kann sich das relativ einfach merken. Auch hier ist es eine 18-prozentige Assoziation, jetzt aber zum Guten hin. Das heißt, pro Gramm mehr Kalium 18% weniger Risiko über knapp 10 Jahre für kardiovaskuläre Erkrankungen. Man kann dann auch viel rechnen, Quotienten machen und so weiter, aber ich glaube, die Hauptmessage hier drin ist, dass es offenbar viel Sinn macht, wenig Salz zu essen, dass es viel Sinn macht, viel Kalium zu essen. Und wenn man jetzt sagen mag, naja gut, das sind ja nur Assoziationen, dann verweise ich abschließend noch auf die Studie vom Dr. Neil, die wir vor einigen Wochen hier diskutiert hatten, die SAS-Studie, die er aufgezeigt hat, dass auch eine Randomisation auf wenig Kochsalz einen prognostischen Vorteil hat. Markus Seemann, was halten wir davon? Ja, ich denke, das ist, also diese Studie ist Wasser auf den Mühlen all jener, die meinen, man kann vieles an kardiovaskulären Problemen reduzieren. Ich kenne Fanatiker auch aus den USA, die meinen, man könnte das Problem der CKD-Progression, des Blutdrucks etc. durch kochsalzarme Ernährung beinahe schon lösen. Wie Sie erwähnt haben, was uns vor den Kopf gestoßen hat, waren eben viele große Studien, auch aus der Pure Study, die eine U-förmige Beziehung gezeigt haben, bei einer scheinbar gesunden Bevölkerung, aber auch bei Patienten mit Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes etc. Sodass da irgendwo ein Gefahrensignal in der Luft war, ist es vielleicht sogar schlecht, wenn man wenig Kochsalz zu sich nimmt. Und da könnte man ja auch einige Hypothesen so aufstellen, zum Beispiel das RAS-System wird aktiviert in hohem Maße. Klammer, wir wissen aber auch, dass Naturvölker mit sehr hohen RAS-Levels herumlaufen, hohen Aldosteronspiegeln, die überhaupt kein Problem kardiovaskulär. Diese Studie ist nun eine, die genauer ist. Auch hier möchte ich zu bedenken geben, es gibt ja die Daten von Jens Tietze, Sie kennen die, dass es ein großes subkutanes Natriumchloridreservoir gibt. Und der würde auch diese Studie wahrscheinlich nicht mögen. Er meint, dass alles, was wir da als Surrogat messen, können wir 48 Stunden Hahn und 72 Stunden Hahn messen. Das reflektiert nur sehr, sehr vage, wenn überhaupt, unsere Kochsalzhomöostase.
Diese kommt näher und die Frage ist, ob diese Studie alles nihilisiert, was vorher an Assoziationsstudien gemacht worden ist, was auf U-förmige Beziehungen hindeutet. Das ist eine Frage, die offen bleibt. Ist das wirklich besser, was wir hier tun? Man muss sich die genauen Zahlen ansehen. Die Hazard Ratios sind doch unter 2. Also man könnte meinen, es gibt in irgendeiner Weise ein Rauschen. 18% klingt viel, aber wenn es 4 von 1000 sind, die auf 5 von 1000 steigen, wäre es wahrscheinlich dann doch nicht so viel. Also die absoluten Zahlen sind wichtig. Aber ich denke, es geht zumindest in die richtige Richtung, auch in der Studie, die Sie vorher erwähnt haben. Mehr Kalium ist sicher besser, bessere Kaliumexkretion ist sicher besser. Ich bleibe weiterhin ein Zweifler, ob das, was wir unseren Patienten antun wollen, indem sie strikt ihre Kochsalzzufuhr reduzieren, ob das sich wirklich in einen so günstigen Effekt niederschlägt. Noch einmal, siehe Hazard Ratios. Was ich noch ganz wichtig finde, dass es sich doch noch für manche Fragestellungen lohnt, 24 Stunden Urin zu sammeln. Ja? Mhm. Nochmal, wir haben das aus der Nephrologie ja versucht zu verbannen für die Proteinurie und Albuminurie. Ich glaube, es widerspricht auch keiner, wenn wir sagen, dafür reicht auch in aller Regel der Spotturin aus. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, 24 Stunden Urin sammeln zu lassen. Aber bei den Elektrolyten funktioniert es halt nicht. Wenn wir uns für Elektrolyte interessieren, dann brauchen wir hier wirklich einen Sammelurin mit all den Schwierigkeiten, die das hat. Und dann bitte auch immer Kreatinin mitmessen, um zu schauen, dass dieser 24 Stunden Urin dann auch valide gesammelt ist. Das heißt, wir sollten schauen, dass das an Kreatinin im Urin auch dann auftaucht, was man für den Menschen dieses Alters und dieses Geschlechts auch erwarten würde. Ganz wichtig noch, die Zahlen, die gezeigt sind, sind Natrium und Kalium. Es ist nicht Natriumchlorid. Das heißt, wenn man vom Natrium auf das Kochsalz umrechnen will, muss man das ungefähr noch mal mehr als verdoppeln. Jetzt sind wir auf die kardiologische Rückmeldung dazu gespannt. Ja, ich finde das total spannend. Ich finde auch eure Diskussion sehr spannend und die doch zeigt, wie sehr selbst unter den Experten das dann doch noch so ein bisschen umstritten ist. Mich würde interessieren aus der nephrologischen Sicht, ob nicht doch, Herr Sellmann, Sie haben das angedeutet, die unterschiedlichen Studien, die ja fast alle beobachtend sind, ob nicht doch die Population die entscheidende Rolle spielt. Also selbst wenn ich noch ohne bekannte kardiovaskuläre Ereignisse in der Vorgeschichte, aber eben doch in der westlichen Welt gucke, ist doch eine völlig andere Situation. Wir sprechen, Sie haben Pure angesprochen. Habe ich dann nicht auch eine Reverse Causation, wenn ich auf einmal in irgendwelchen Ländern gucke, wo man eine unzureichende Nahrungszufuhr hat und wo niedrige Salzzufuhr auf einmal eine ganz andere Bedeutung hat, Mangelernährung, was weiß ich was, wenn ich diese U-Kurven betrachte. Also muss man nicht einfach unterscheiden, okay, das ist jetzt unsere Welt in Anführungsstrichen und da gibt es vielleicht dann doch diese lineare Abhängigkeit. Ja, es sind zwei Dinge. Pure hat sich ja sehr bemüht, verschiedenste Einflussfaktoren herauszunehmen. Geht natürlich nicht, aber das geht von Income bis zu Stratifizierung, wer wo in welchem Subset zu Hause ist. Was mich verblüfft hat, war, dass doch eine ziemliche Homogenität zwischen den Studien besteht, wenn man sie vergleicht. Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, Nicht-Diabetes, Hypertoniker. Wir sehen überall diesen U-Shape drinnen. Ausgeschlossen herzinsuffiziente Patienten, malnutrierte. Also das ist eine ziemlich große Konsistenz drinnen und dass die hier so völlig nihilisiert wird, das frappiert mich schon. Also ich finde, das gehört genauer untersucht. Das andere ist, wie bei allen großen Studien, meine ich, hier wird ja mit einer linearen Frequenzstatistik gearbeitet. Man sucht sozusagen die Einheitsschuhgröße, 43 für alle Männer und 38 für alle Frauen und so, es schaut es mit dem Kochsalz aus. Und das kann ich nicht glauben, das sehen wir auch in der Praxis bei nierinsuffizienten Patienten, wer ist salzsensibel, wer nicht, wer handelt wie sein Natrium, wo und warum macht er dies, um den freien Wasserhaushalt zu regulieren. Also das wäre schon ein großer weiter Schritt, um auf unsere Patienten aus dieser Studie rückzuschließen. Ich nehme für mich das Kalium mit, dass das wichtig ist. Was ich auch insbesondere nach der SARS-Studie spannend fand vom Dr. Neal, die ja auch die Evidenz aus der Intervention gebracht hat, wenn man dann mal selber kritisch beim Einkaufen auf die Packungsbeilagen schaut und sich anschaut, bei den Dingen, die wir da im Supermarkt kaufen, in Deutschland ist es auf der Packung drauf, ich gehe davon aus, in Österreich wird es ähnlich sein, man ist schon überrascht, wie viel Natrium wir mit Fertigprodukten zu uns nehmen und ist dann überrascht, dass in diesen 24 Stunden Urinsammlung dann doch relativ wenig Natrium im Mittel gefunden wird. Also meine Erfahrung in der Klinik ist, dass
der durchschnittliche Saarländer, der durchschnittliche Hesse irgendwo so zwischen 10 und 14 Gramm Kochsalz, jetzt nicht Natrium, Kochsalz hat, das ist deutlich mehr, als wir in den Studien sehen. Auch da mag dann natürlich so ein Bias reinkommen, wenn ich weiß, ich bin in der Studie eingeschlossen, ernähre ich mich vielleicht den Tag vorher auch ein bisschen anders. Nächste spannende Substanz, und das werden wir auch versuchen, so ein bisschen über die Weihnachtsfeiertage zu strecken, das ist so ein bisschen vielleicht also auch wieder ein Cliffhanger, weil wir Anfang des nächsten Jahres mit Markus Ehmann dann nochmal ausführlich drüber sprechen möchten. Wir müssen es aber auch jetzt beim Kongress-Update machen, ist das Finerenon. Warum ist Finerenon so wichtig? Finerenon ist deshalb wichtig, weil es nächstes Jahr auf den Markt kommen wird und weil wir zum ersten Mal seit ungefähr 20 Jahren eine neue Substanz im Bereich der Mineralokortikoidrezeptorantagonisten bekommen werden. Was die Vorteile sind, diskutieren wir vielleicht gleich. Wichtig ist auf jeden Fall, wir haben Bereiche jetzt der Nephrologie, für die wir Evidenz haben, die wir für die alten Mineralokortikoidrezeptorantagonisten nicht hatten. Spironolacton, Eplerenon sind gesetzt bei Menschen mit Herzinsuffizienz und reduzierter Ejektionsfraktion, HFrEF, sind gesetzt bei der resistenten Hypertonie, Klammer auf, werden hier viel zu selten benutzt in meinen Augen, Klammer zu, sind gesetzt bei der Leberzirrhose. Aber wir haben das Problem, dass wir bei Menschen mit höhergradig eingeschränkter Nierenfunktion weder die Zulassung für diese Substanzen haben, Spironolacton, Eplerenon, noch haben wir solide Daten aus größeren Studien und wir haben natürlich die große Sorge vor der Hyperkaliämie. Was? Deshalb gut, dass wir jetzt aus der Neuentwicklung vom Finerenon ein großes Studienprogramm bekommen. Sehr klangvolle Namen, Fidelio und Figaro. Im Prinzip zwei sehr ähnliche Studien. Unterschied ist Fidelio etwas nierenkränkere Menschen eingeschlossen, Figaro etwas nierengesünder. Fidelio primärer Endpunkt renal, Figaro primärer Endpunkt kardiovaskulär. Die Fidelio-Studie ist jetzt nichts wirklich Neues, die zeige ich nur noch mal einleitend, ist letztes Jahr beim Europäischen Kardiologenkongress präsentiert worden, obwohl es eine nephrologische Studie ist. 5.700 Menschen, primärer Endpunkt, Progression der Nierenerkrankung, Dialysepflichtigkeit und renaler Tod. Es zeigt sich ein signifikanter Vorteil, die Kurven gehen nicht ganz so stark aus, einander, wie wir es die letzten Jahre bei den SGLT2-Inhibitoren gesehen haben. Da komme ich am Schluss nochmal drauf zurück. Wenn man die Subkomponenten des kombinierten Endpunkts sich anschaut, dann sieht man diese Subkomponenten streifen die Linie der Gleichheit, die Einserlinie. Der kardiovaskuläre Endpunkt war ebenfalls signifikant positiv beeinflusst worden. Wenn ich mir nur Dialysepflichtigkeit anschaue, und das war hier so ein bisschen die Enttäuschung drin gewesen, wiederum im Vergleich zu den SGLT2-Inhibitoren, dann hat man hier keinen signifikanten Benefit gesehen über ein Follow-up von 2,5 Jahren. Und was ich ganz spannend fand, wenn man sich den Verlauf der GFR anschaut, ist sowas Ähnliches passiert, wie wir das von den ACE-Hämmern, von den AT1-Antagonisten und von den SGLT2-Inhibitoren kennen. Wir haben einen frühen Dip der GFR, den ich nicht anders als hämodynamisch werten kann, dann dauert das ein gutes Jahr und dann überkreuzen sich die Linien, identisch eigentlich wie bei ACE-Hämmern und den anderen genannten. Das ist deshalb spannend, weil diese Substanzen vor allen Dingen damit beworben werden, dass es sich hier um antifibrotische Medikamente handelt. Dieser GFR-Verlauf suggeriert zumindest auch noch einen hämodynamischen Effekt. Dieses Jahr dazugekommen ist die Figaro-Studie, auch beim Kardiologenkongress, beim Europäischen Kardiologenkongress im Spätsommer. Völlig identisches Design. Ich zeige hier einmal nochmal die Randomisation, wie sie erfolgt ist. Das ist aus dem Grunde wichtig, weil es eine sehr lange Run-In-Phase gegeben hat. Ja, man sieht, das ist ein Vierteljahr teilweise gewesen und in diesem Vierteljahr ist aufgepasst worden, dass die Menschen kein Kalium hatten von mehr als 4,8. Das ist darum bedeutsam, weil dadurch natürlich auch die Gefahr der Hyperkaliämie relativ niedrig gehalten worden ist. Menschen sind randomisiert worden auf Placebo oder Finerenon in den angegebenen Dosierungen. Es gab einen geringen Effekt auf das Kalium. Wenig Menschen mussten die Studie abbrechen wegen einer Hyperkaliämie. Aber wie gesagt, man hat diesen Rettungsanker eingebaut zu Beginn. Der Blutdruckeffekt war geringer, als man es für die klassischen Mineralokortikoidrezeptoren-Antagonisten erwarten würde. Der bei Figaro positive Effekt war im Bereich der kardialen Ereignisse gewesen. Das war auch hier der primäre Endpunkt.
Der nephrologische Endpunkt ist nicht signifikant günstig beeinflusst worden. Kombination Dialysepflichtigkeit, renale Todesfälle und GFR, Abfall von mehr als 40%. Dann hat man mit den Daten nochmal so ein bisschen rumgespielt, hat sich angeschaut, was wäre denn gewesen, wenn ich einen GFR-Abfall von 57% genommen hätte. 57% klingt für den Nephrologen komisch, das ist die Verdopplung des Kreatinins, daher diese komische Zahl. Dann wäre das signifikant, aber auch hier gilt, ich kann natürlich jetzt nicht nach der Studie die Endpunkte ändern. Kollege sagte das neulich so nett. Das ist so, als wenn man im Fußball während des Spiels auf einmal das Tor verkleinert oder vergrößert. Das geht nicht. Abschließend, bevor ich dann wieder die Meinung von Markus Seemann gespannt erwarte, der Vergleich der vier großen nephroprotektiven Studien. Drei sind veröffentlicht, EMPA-Kidney ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe einmal hier aufgetragen den GFR-Verlauf, um nochmal zu illustrieren, wie ähnlich der Verlauf ist. Und dann fürs Auge der primäre Endpunkt, der immer ein renaler Endpunkt gewesen ist, für diese hier drei aufgeführten Studien. Der sekundäre Endpunkt, der immer ein kardiovaskulärer gewesen ist, nicht ganz identisch, aber sehr ähnlich. Und diese Darstellung finde ich deshalb so spannend, weil das Auge beim ersten Blick jetzt sagen wird, naja, die SGLT2-Inhibitoren reißen ja doch ein bisschen mehr, die Kurven gehen stärker auseinander. Wenn man mit dem zweiten Blick sich dann aber nochmal die Ordinate anschaut und dann auf das nicht vergrößerte Studienbild schaut, sondern die Gesamtkurven, dann sieht man, dass die absolute Risikoreduktion gar nicht mehr so ganz unterschiedlich ist. Ja, das heißt, dieser größere Effekt der SGLT2-Inhibitoren, der in meinen Augen ganz klar da ist, aber wird auch so ein bisschen dadurch vielleicht noch fürs Auge hervorgehoben, weil diese Darstellung, wie sie im New England Journal ja sinnvollerweise gewählt wird, eben so ein bisschen mit der Ordinate spielt. Was ist das Neue jetzt bei den Kongressen gewesen? Das Neue ist, dass man auf der Basis von tierexperimentellen Studien, die suggerieren, dass es einen Vorteil geben kann, beide Substanzen zusammenzugeben, jetzt Subanalysen sich angeschaut hat aus Figaro und Fidelio kombiniert, das heißt in Fidelity. Diese Subanalysen suggerieren, dass sowohl Menschen mit als auch ohne SGLT2-Inhibitor profitieren, wenn sie Finerenon bekommen, dass sie vielleicht sogar noch etwas mehr Sicherheit gegenüber Finerenon haben, weil die Anzahl der Hyperkaliämien seltener gewesen ist. Die Daten selber zeige ich bewusst noch nicht, weil sie noch durch ein Peer Review gehen müssen. Aber die Message, die wir mitgenommen haben, jetzt vom Kongress war gewesen, es ist nicht zwingend ein Entweder-Oder, sondern möglicherweise bringt die Kombination beider Substanzen besonders viel. Ganz wichtig, randomisiert worden ist hier für Finerenon, randomisiert worden ist nicht für den SGLT2-Inhibitor. Wieder die Frage nach Wien. Was machen wir jetzt mit diesen Daten? Ja, also prinzipiell haben Sie das sehr gut aufgedröselt, was die Effekte betrifft. Bei der Fidelio-Studie, das war die erste, ich verwechsel die beiden Opern immer, aber jedenfalls die erste war mit wirklich schwerkranken Patienten. Man hat ja bis weit in tiefe GFR-Bereiche die Patienten randomisiert, also an Patienten mit Diabetes hat man bei vielen tausenden Patienten einen ziemlich guten Effekt auf das renale Composite gesehen. Letztlich war es so, dass die Number Needed to Treat tatsächlich niedrig war. Und das hat auch gut ins Bild gepasst zu dem kardiovaskulären Endpunkt, nämlich der Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz. Es ist jetzt im Check im Sommer auch noch eine Arbeit erschienen, wo eine ähnliche Effektgröße auf die Inzidenz des Vorhofflimmerns berichtet wurde, mit einer über 20%igen Risikoreduktion, ähnlich wie für SGLT2-Hämmer. Die große Frage, die jetzt diskutiert wird, zumindest unter Nephrologen, wo bauen wir in der Patientenstrecke das Finerenon ein? Es hat unzweifelhaft einen Vorteil, was die Nebenwirkungen betrifft, gegenüber den Spironolakton, überhaupt keine endokrinologischen Nebenwirkungen wie Gynäkomastie, Impotenz etc. aufgrund dieses promiskuösen Verhaltens der Steroide. Meine Meinung ist, und da schaue ich jetzt rüber zu den Kardiologen mit ein bisschen Neid, man hat ja auch scherzhaft gesagt, vielleicht ist die diabetische Nierenerkrankung so eine Art Hef-Ref der Nephrologie. Warum haben wir nicht dieses Multitarget-Prinzip wie bei der ESC vorgeschlagen für die Hef-Ref? Meines Erwissens gibt es, glaube ich, keinen Ruf danach, eine randomisierte Head-to-Head-Studie zwischen SGLT2-Hämmern und dem Sacubitril-Valsartan zu betreiben.
Sacubitril-Valsartan hat ja eine 1b-Indikation. Es wird wahrscheinlich nie oder ziemlich sicher nie Finerenon versus SGD2-Hämmer geben. Ich bin der Meinung, man muss diese beiden Substanzen umarmen, dass man sie hat. Die Frage ist, wann fangen wir mit dem Finerenone an? Ich habe eine persönliche Meinung. Ich glaube, wir werden mit dem SGD2-Hämmer so früh wie möglich beginnen. Es gibt ja auch Primärpräventionspotenzial, was die Albuminurie betrifft. Das ist sehr schön von Mosenson aus dem Team 58 die Claire gezeigt worden. Und man wird dann im Laufe der Strecke beginnen müssen, mit dem Finerenone zu arbeiten. Ich poche nicht darauf, dass wir noch mehr Evidenz brauchen. Ich bin froh, dass wir die Substanzklasse für unsere Patienten haben und vielleicht noch erwähnenswert, ähnlich wie nach der Emperich-Studie, Diabetiker, wenn man sie biopsieren würde, haben nur im besten Fall 50% der Fälle eine diabetische Nierenerkrankung, aber trotzdem hat SGD2-Hämmer bei allen gewirkt. Es gibt jetzt auch eine FIND-CKD-Studie bei nicht-diabetischen Nierenerkrankungen mit Finerenon und ich glaube, auch dort werden wir einen Benefit sehen. Das heißt, great times für Nephrology und wir müssen auch ein Multi-Target-Prinzip hier einsetzen bei CKD-Patienten. Aber der Kardiologe muss natürlich jetzt noch was sagen auf das Statement great times for Nephrologists. Das wird der Kardiologe nicht unkommentiert lassen. Florian, du willst das machen bestimmt? Oder? Ja, great times für Nephrologists insbesondere, aber vielleicht auch ein bisschen eigennützig great times für Kardiologists, weil wir beginnen, Nephrologie zu verstehen. Und eine kurze Frage dazu. Bei SGLT2-Inhibitoren habe ich so ein bisschen mich mit dem Glomerulum nochmal beschäftigt und mit den einzelnen Details. Frage zum Mechanismus nochmal, Finerenone. Was macht das am Glomerulum? Gibt es da ähnliche Effekte oder antifibrotisch, hattest du genannt, Gunnar? Was meinen die beiden Nephrologen, welche Effekte möglicherweise mechanistisch da hervorzuheben sind? Ja, das ist sehr interessant. Wir beobachten das Spirono jetzt schon lange Zeit, dass es in kleinen Studien antialbuminurisch wirkt, potenziell CKD-progressionsverzögernd. Und während wir alle den Leuten AC-Hämmern und Sartanen gegeben haben, ist irgendwie nie so richtig rausgekommen, was passiert da hämodynamisch. Und experimentelle Modelle, die waren so 2003, 4, 5, 6, also recht spät, dass natürlich genauso eine glomeruläre Drucksenkung stattfindet mit der Aldosteronblockade. Und das hat der Kollege Heine eh gezeigt. Wir haben genauso diesen Dip am Anfang der GFR. Und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen ein hämodynamisches Phänomen. Also es wird immer wieder vergessen, eigentlich führen wir schon längste Zeit eine doppelte RAS-Blockade durch, wenn wir die beiden Substanzen kombinieren. Und man könnte sagen, vielleicht ist im Vergleich zu, kennt sie auch aus Hefrev, die doppelte RAS-Blockade mit AC-Hämmern und Sartanen, vielleicht ist das eine Art softere und sicherere duale RAS-Blockade, wenn man den ACE-Hämmer kombiniert mit dem MRA. Letztlich, und das haben die Studien gezeigt, gab es nicht mehr akutes Nierenversagen. Also auf dieser Seite sicher ist dieses Prinzip. Zur Fibrose muss man sagen, das ist alles wunderschön experimentell gezeigt worden. Und es ist auch tatsächlich im Vergleich zum Angiotensin das Aldosteron extrem proinflammatorisch. Und in den experimentellen Modellen kann man durch reines Rausschlagen in transgenen Mäusen vom Mineralocorticoid-Rezeptor in myeloiden Zellen eine zum Beispiel experimentelle Glomerulonephritis blockieren. Aber human ist das alles nie gezeigt worden. Ich meine, das würde sich schön fügen. Und es gibt schöne Arbeiten jetzt oder Subanalysen zu Figeli und Figaro, dass die Albuminurie on top zum SGD2 immer noch ein bisschen zunimmt, ein paar Prozent. Es wird auch dazu eine Studie jetzt geben, dezidiert mit dem Endpunkt Albuminurie, SGD2-Hämmer plus Finerenon. Aber dass da jetzt die Fibrose und die Entzündung reduziert wird, ja, ist jetzt ein bisschen auch Wunschdenken. Bei dem amerikanischen Nephrologenkongress ist eine Frage beantwortet worden, die ich seit 30 Jahren aus der Nephrologie kenne. Wie verhalten wir uns mit Thiazid-Diuretika oder Thiazid-ähnlichen Diuretika bei Menschen mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung? Es gab da immer zwei Lager. Das war vor 20 Jahren genauso, wie es jetzt noch ist. Die einen, die sagen, das ist Quatsch, wenn die GFR niedriger ist als 45 oder 30 und andere, die gesagt haben, das bringt schon was, aber man muss es hoch genug einsetzen. Herr Agarwal, einer der ganz Großen in der Hypertensiologie, hat diese Frage für uns beantwortet. Relativ kleine Studie, aber so wichtig, dass sie es direkt ins New England Journal geschafft hat. 160 Menschen,
GFR zwischen 15 und 30, nicht befriedigend eingestellte Hypertonie. Das waren, ganz wichtig, nicht alles Menschen formal mit einer resistenten Hypertonie. Die mussten nicht eine Dreifachtherapie haben, aber die mussten zumindest einen ACE-Hemmer oder AT1-Antagonisten oder Beta-Blocker haben. Die haben dann Add-on Placebo bekommen oder Chlortalidon in sich steigernder Dosierung. Das Ganze war kurz gewesen, 12 Wochen. Klarer, einfacher Endpunkt, Veränderung des Blutdruckes, klares, einfaches Ergebnis, hier in der Kurve aufgezeigt. Ja, Chlortalidon bringt auch was bei Menschen mit einer chronischen Nierenerkrankung zwischen 15 und 30, chronische Nierenerkrankung G4, egal ob wir das als 24-Stunden-Blutdruck anschauen oder als Blutdruck in der Studienzentrale. Zwei Aspekte sind dann doch spannend gewesen. Natürlich gab es mit dem Thiazid etwas mehr Nebenwirkungen. Das erstaunt uns nicht, wenn ich ein Medikament einnehme und nicht ein Placebo, das mehr Nebenwirkungen macht. Das umfasst eigentlich das ganze Spektrum, insbesondere von Elektrolytstörungen. Relevanter aber sind die renalen Effekte aufgezeigt. Hier habe ich Ihnen oben den Verlauf der Albuminurie. Und Sie sehen, dass es unter dem Chlortalidon zu einer sehr schönen Reduktion der Albuminurie gekommen ist, die dann auch wieder, wie zu erwarten, rückgängig ist, wenn am Schluss das Medikament abgesetzt wird. Und möglicherweise durch die glomeruläre Drucksenkung vermittelt, aufgrund der Blutdrucksenkung ein rascher Abfall der GFR, die sich dann stabilisiert. Man hat die Menschen nachbeobachtet gehabt. Und wenn überhaupt, haben die Menschen dann mittelfristig, und da reden wir jetzt über 2 Jahre, einen Vorteil gehabt und keinen Nachteil, wenn sie das Chlortalidon bekommen haben. Aber da bin ich sicher, dass wir da noch mehr Langzeitdaten bekommen, soweit das überhaupt sinnvoll ist bei einer 12-wöchigen Studie. Klare Antwort auf eine klare Frage. Spannender, finde ich, ist die Zukunft der renalen Anämie, die unter anderem im ASCENT-Studienprogramm untersucht worden ist. Viele von Ihnen wissen, dass wir 30 Jahre nach Einführung von EPO und lange nach Einführung von Eisen jetzt erstmals wieder eine neue Wirkstoffgruppe zur Therapie der Anämie haben. Das sind die HIF-Stabilisatoren. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ich nicht das EPO von außen gebe, sondern dass ich den Zellen, und dann wird es schon spannend, welche Zellen sind das? Sind es wirklich die Nierenzellen? Sind es Leberzellen? Das Signal gebe, EPO zu bilden. Dieses Signal bekommen die Zellen dadurch, dass ich eine Hypoxie suggeriere, indem ich den Hypoxie-induzierbaren Faktor HIF nicht in der Zelle abbauen lasse. Klingt kompliziert. Letztendlich gebe ich der Zelle das Signal, wir haben jetzt Hypoxie, mach bitte das, was du machen würdest, wenn zu wenig Sauerstoff da ist. Dazu gehört die Produktion von EPO. Warum wird das entwickelt? Das sind 2 Ideen. Die eine Idee ist, dass ich dann kein externes EPO geben muss und damit nicht so hohe EPO-Spiegel habe und dann vielleicht manche der diskutierten Nebenwirkungen von hohem EPO vermeiden kann. Zweite Idee ist, man kann das als orale Therapie machen. Das ist natürlich für Dialysepatienten nicht ganz so relevant als vielleicht im Bereich der Prädialyse oder bei Peritonealdialysepatienten. Präsentiert jetzt auf der ASN ist die ASCENT-D und die ASCENT-ND-Studie, die Dialysis, ND vor der Dialyse. Studiendesign sehr ähnlich, knapp 3000 Menschen. Bei den Dialysepatienten 3000 Menschen, die alle schon EPO oder ein anderes erythropoiesis-stimulierendes Agens gehabt hatten. Die sind randomisiert worden, entweder das EPO, ESA weiterzubekommen oder die neue Substanz, den HIF-Stabilisator in diesem Fall, da Produstat zu bekommen. Das ist eine Sicherheitsstudie gewesen, kardiovaskulär, über 2,5 Jahre. Ein kombinierter Endpunkt, der Effekt auf den HB-Wert und vor allen Dingen spannender, das Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen. Das ist aus 2 Gründen spannend. Zum einen ist es natürlich so, dass wenn ich sage, der Vorteil könnte sein, dass ich weniger EPO spritzen muss, weil EPO möglicherweise schädigend ist, dann sollte ich ja hier Vorteile haben, kardiovaskulär, gegenüber der etablierten Therapie mit dem EPO. So ein bisschen enttäuschend ist, dass diese Studie auf Nichtunterlegenheit getestet worden ist. Das heißt, man wollte nicht den Vorteil sehen gegenüber dem vermeintlich schädigenden EPO, sondern man wollte nur zeigen, dass es nicht schlechter ist. Ich zeige Ihnen zunächst den Verlauf des Hämoglobins. Hier keine Überraschung, das kennen wir aus vorherigen Phase-2-Studien. Egal, ob ich das mit EPO mache oder mit Daprodustat, ich kann den Hämoglobinwert schön stabilisieren. Wichtiger dann die kardiovaskulären Ereignisse. Und wir sehen, die Kurven sind nahezu identisch. Wir sehen keinen Vorteil, wir sehen keinen Nachteil für den HIF-Stabilisator. Die Kurven liegen 1:1 übereinander. Das gleiche gilt auch, wenn Sie sich jetzt hier verschiedene Endpunkte rein anschauen.
nicht besser, nicht schlechter. Spannender ist dann der Blick aber auf die Nicht-Dialyse-Patienten. Und das sind ja die, bei denen die Substanz dann vielleicht dann doch interessanter sein könnte, wenn ich sagen möchte, ich möchte diesen Patienten die subkutane Epogabe ersparen. Studiendesign ist identisch gewesen, HB-Verlauf ist auch sehr ähnlich gewesen, kein Vorteil, kein Nachteil. Das war letztendlich nur die Frage der Dosierung der beiden Substanzen. Insofern ist das weniger spektakulär. Wenn Sie sich die kardiovaskulären Ereignisse anschauen, dann liegen auch diese Kurven hier übereinander. Aber, und jetzt kommt das Aber, das hier ist die Intention-to-Treat-Analyse. Die Menschen sind so angeschaut worden, wie sie randomisiert worden sind. Egal, ob sie die Substanz bekommen haben oder ob sie sie nicht bekommen haben. Das ist das Studiendesign, was immer dann richtig und korrekt ist, wenn es um Überlegenheit geht. Wenn es um die Nicht-Unterlegenheit geht, ist es eigentlich korrekter, sich die On-Treatment-Analyse anzuschauen. Das heißt, die Menschen nur dann zu vergleichen, wenn sie auch wirklich das Medikament bekommen haben. Denn sonst könnte ich ja einen Nachteil, was ja diese Nicht-Unterlegenheitsstudie testen will, übersehen, wenn ein Teil der Menschen das Medikament gar nicht mehr einnimmt. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sieht das auf einmal ganz anders aus. Und dieses On-Treatment hat auf einmal einen Ausschlag zum Schlechten für die neue Substanz oder zum Besseren für das Dabepoetin als erythropoese-stimulierendes Agens ESA. Dann hat man noch viel, viel gerechnet gehabt und hat dann rausgerechnet gehabt, dass Covid-19 war und hat rausgerechnet hat, dass irgendwelche Covariaten sich unterscheiden. Bei mir bleibt aber dieser Ausschlag nach rechts stehen. Und ein zweites Argument ist, wenn ich mir dann die Nebenwirkungen angucke, zunächst Effekt auf Nierenfunktion, kein Unterschied, aber Fokus bitte auf die untersten beiden Zeilen. Wir haben eine Zunahme von Tumoren, 47% mehr. Und wir haben eine 70%ige Zunahme von ösophagealen und gastralen Erosionen. Und das ist deshalb in meinen Augen so bedeutsam, weil ich eben ganz, ganz zentral hier in den Metabolismus jeder einzelnen Zelle reinhaue. Jede Zelle hat ein HIF-System. Bei jeder Zelle suggeriere ich jetzt Hypoxie. Das war meine Präsentation sehr suggestiv. Auch hier wieder die Frage nach Wien. Wie behandeln wir 2021, wie behandeln wir 2022 die renale Anämie? Ja, ich war initial froh, wie ich die Studie gesehen habe, noch ohne der weiteren Analyse, die Sie hergezeigt haben, weil wir ja ein bisschen in der Renalanämie geschädigt sind. Sie kennen die Studien vor 20 Jahren, auch was Heart Failure betrifft, EPO ist großartig. Dann gab es eigentlich die Studien, die uns gezeigt haben, naja, ist doch nicht so toll. Dann gab es eben die ROX-Atostat-Studie, wo es deutlich bessere kardiovaskuläre Effizienz gab. Dann gab es statistische Probleme mit den Subgruppenanalysen oder mit den Daten, die dann aufgearbeitet worden sind. Auf einmal waren alle kardiovaskulären Benefits weg. Sie haben schon richtig gesagt, ich bin selbst auch Immunologe gewesen und alles, was unspezifisch ist, gefällt mir nicht. Stichwort mTOR-Hämmer. Und HIF ist genauso ein super zentrales, übrigens HIF und mTOR haben auch eine Kreuzung, wirft extrem viel Transkriptionsfaktoren, unspezifisch etc. an. Und ich weiß nur, dass die FDA jetzt noch einmal die Daten anschaut, weil es vielleicht einen Concern gibt, was kardiovaskulären Endpunkt betrifft. Aber was mich jetzt extrem irritiert, ist diese unspezifische mögliche potenzielle Beeinflussung auf Malignome. Und deshalb ist das für mich ein Riesengefahrensignal. Also da haue ich mir lieber die Nadel rein, einmal in zwei Wochen oder einmal die Woche, als bevor ich jetzt diesen tollen oralen Benefit habe, aber diese Ungewissheit, was Nicht-Spezifität betrifft. Ich glaube, wir sind so weit in der Medizin, dass man so gut wie möglich Molecular Targeted Therapy betreiben soll, wenn es notwendig ist. Philosophische Meinung. Ihr seid ja in der Nephrologie immer voran. Wir haben uns in der Kardiologie, also ich habe mich mal in meiner Doktorarbeit mit Gefäßwachstum beschäftigt, pro Gefäßwachstum und dann war auch immer die große Sache Arteriogenese, Angiogenese und die Angiogenese ist immer von den Onkologen kritisch beäugt worden, weil man immer gesagt hat, es ist ja schön, dass ihr am Herzinfarkt Gefäße wachsen lasst, aber guckt bitte nach Cancer und auch da hat sich natürlich VEGF und alles, was in diesen Pathway einwirkt, eigentlich nicht als sinnvoll herausgestellt, weil man eben genau die Probleme kriegt. Dann muss man das okulär betrachten, retinale Gefäße und so weiter und so fort. Also ich Die Daten wird es jetzt nicht geben, aber ich mechanistisch sehe ich es auch kritisch. Ich habe es ein bisschen provokativ dargestellt, weil in der Dialysestudie jetzt keine signifikante Zunahme von Tumoren gewesen ist. Aber
aber der Schätzer geht auch in die falsche Richtung. Ja. Und wir haben einen zweiten Hefestabilisator, wo wir dann auch wieder einen Sicherheitsbedenken, Ausschlag gehabt hatten hinsichtlich kardiovaskulärer Ereignisse. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen, finde ich, too much, um sich da sicher zu fühlen. Und dieser Vorteil des Oralen, wenn ich mir den Pill-Count unserer Prädialysepatienten anschaue, die Kardiologen kriegen dann immer einen Schock, wenn sie die Medikamentenschachteln sehen, dann sind wir ja schon bei 12 oder 15 Tabletten oft und dann kommt eben noch eine oder je nach Präparat vielleicht sogar noch zwei dazu. Ob es dann nicht auch wirklich angenehmer ist, sich alle zwei Wochen das ESA zu spritzen und ab und zu die Eiseninfusion, das mag ja auch noch ein Aspekt sein. Jetzt gehen wir ganz knallhart von der Nephrologie in die Kardiologie, wo wir wissen, wie sehr die Kardionephrologie eigentlich zusammenhängt und so sehr wir uns dafür interessieren, weil eben nephrologische Erkrankungen kardiologische Phänotypen bedingen und umgekehrt. Ich habe mich jetzt trotzdem ein bisschen bei der Präsentation oder Auswahl der Studien vom American Heart Congress, der jetzt zwei Wochen her ist, anderthalb, fokussiert auf Dinge, wo ich schon fast denke, Mensch, das war ja ein herzchirurgischer Kongress. Und will Ihnen ein bisschen meine Highlights sozusagen präsentieren, das aber kurz halten. Da sind tatsächlich Dinge dabei, die haben jetzt weder mit Kardiologie noch mit Nephrologie zu tun. Auf den ersten Blick, auf den zweiten natürlich schon. Ein extrem spannendes Thema ist diese chirurgische Studie hier, PALAX. 3.600 herzchirurgische Patienten, die überwiegend Bypass bzw. Aortenklappe, das ist wichtig, da waren keine Mitralklappen und Vorhofoperationspatienten primär dabei, die man gescreent hat, 420 randomisiert zu einer Prozedur, die eigentlich alt ist, hier so eine Skizze, wo man in die von links hinten einen kleinen Schlitz in das Perikard macht, damit dort Flüssigkeit ablaufen kann und damit eben den postoperativen Perikarderguss entlastet schon a priori, das läuft in die Pleura ab, da liegt ohnehin eine Drainage, das wird resorbiert, das macht überhaupt nichts, weil es keine großen Volumina sind, aber man verhindert möglicherweise so die Hypothese dadurch eine Inflammation im Bereich des Perikards und was dazu führen kann eben, das war die Hypothese, dass man weniger postoperatives Vorhofflimmern kriegt. Und das ist tatsächlich der Fall gewesen, hier Sie sehen relatives Risiko, -45% signifikant, durch diese total einfache herzchirurgische Intervention und ich habe mit ersten herzchirurgischen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, Mensch, das setzen wir sofort um, das macht auch nichts. Ich finde das aus kardiologisch-nephrologischer Sicht so spannend, weil wir eigentlich nicht wissen, was wir mit diesen Patienten machen sollen. Sie sind aus dem Krankenhaus entlassen nach herzchirurgischer Operation, haben Vorhofflimmern gehabt. Meistens wird das kardiovertiert, elektrisch oder durch Amiodaron in der frühen postoperativen Phase. Und dann ist der große Punkt, kommt das nochmal, braucht man jetzt eine dauerhafte orale Antikoagulation. Die europäischen Vorhofflimmer-Leitlinien, die aktuellen, haben nur noch eine 2b-Empfehlung für die herzchirurgische postoperative Vorhofflimmer-Situation gegeben. Die alten hatten noch 2a gesagt, jetzt ist es nur noch 2b. Vorhofflimmern postoperativ nach nicht-kardialer Operation hat noch diese 2a-Indikation. Und wichtig hier sicherlich, dass das keine Patienten waren mit riesen Vorhöfen, weil die eben primär mal nicht Mitralklappen operiert worden sind. Und dennoch, man kann das hiermit verhindern und es uns natürlich in der postoperativen Betreuung einfach machen. So weit, so gut. Ich gehe mal weiter, vielleicht durch meine Studien, ganz viel Chirurgisches dabei und dann bin ich auch gespannt auf die nephrologischen Einwände. Auch das hier. Aber einmal muss ich dazwischen fragen, an dieser Stelle schon. Es hat ja alles seinen Sinn. Da so ein Loch reinzumachen, vereinfacht gesagt, ist das risikofrei, insbesondere in seinen Langzeitfolgen. Also meines Wissens ist das relativ risikofrei. Die einzige Sache, die ja immer diskutiert wird, ist, wenn man irgendeine Operation irgendwie erweitert, dauert das dann wesentlich länger. Das ist natürlich hier bei so einer kleinen Eingriff so gering gewesen, dass das nicht eine Rolle spielt. Ansonsten ist das quasi risikolos, ja. Ja, also das ist auch Patienten, die perikardektomiert werden nach einer Perikarditis konstriktive, haben dadurch ja keinen signifikanten Nachteil. Die Narbe, die ohnehin entsteht, Perikard und auch Myokard oder Aorta, je nachdem, wo sie hier eingreifen, die macht wahrscheinlich viel mehr als die kleine Inzision dort. Also das ist quasi risikofrei, aus kardiologischer Sicht. Ich gehe mal weiter zu einer Studie, die sieht auch chirurgisch aus, aber auch die finde ich eigentlich was für den Kardiologen, insbesondere auch in der
im nicht akuten Klinik-Setting, weil wir uns täglich fragen, was wir mit diesen Patienten machen. Asymptomatische Aortenstenose ist ein alter Hut. Patient kriegt echokardiografisch gemessen, eine hochgradige Aortenstenose definiert als ein mittlerer Gradient über 40 mm Hg oder eine Flussgeschwindigkeit über 4 Meter pro Sekunde. Und die Frage ist, hat er Beschwerden, hat sie Beschwerden? Und häufiger sind es ältere Menschen, die das verneinen. Dann muss man die auch mal aufs Fahrrad setzen. Das hat man auch in dieser Studie getan und geguckt, gibt es vielleicht doch Beschwerden? Die sind nur im Alltag nicht auftretend, weil man sich eben nicht genug belastet. Und man hat hier in einer relativ kleinen, aber schön publizierten und gut durchgeführten Analyse von 157 Patienten, die eben randomisiert in einem konservativen Arm, so würden wir das leitliniengerecht auch tun. Die Leitlinien sagen, für die schwere, aber nicht massive Aortenstenose, die klar asymptomatisch ist, auch in der Ergometrie, ohne RR-Abfall dabei, konservatives Prozedere oder eben doch frühe Operationen, also der Operation zuführen und zeigen ganz klar hier den Nutzen, eben das Auftreten von früher Klappenoperationen, kardiovaskulären Ereignissen signifikant reduziert hier in diesem insgesamt maximal vierjährigen Beobachtungszeitraum. Mit dem Hinweis eben doch, diese Patienten frühzeitig einer Operation zuzuführen. Das bestätigt sehr schön ältere, eine 2 Jahre alte Studie, Recovery, die bestand damals im New England Journal, ähnlich groß. Patienten allerdings damals mit einer massiven Aortenstenose, die hatten einen Gradienten über 50 mm Hg im Mittel, die das identische Ergebnis gezeigt hat. Auch hier, die waren nicht sehr alt, das waren eher jüngere Patienten. Jetzt hier in Avatar, ich glaube mittleres Alter, muss es nachgucken, ehrlicherweise Ende 60 oder Anfang 70. Also auch chirurgische Klappenersatzoperationen tatsächlich, wo es dann auch um prognostischen Nutzen geht, weil junge Patienten, finde ich hochspannend und würde ich hier zur Diskussion stellen, auch was die Kollegen, was ihr dazu meint, so im alltäglichen, in der alltäglichen Betreuung der Patienten. Ich glaube, das ist eine wichtige Studie. Ich denke natürlich an unsere Patienten. Wir haben sehr viele Aortenstenosen und wahrscheinlich auch sehr viele asymptomatische an der Hämodialyse. Und wenn das ein Beitrag für den MACE ist, auch für kardiovaskuläre Events, könnte ich mir vorstellen, dass das gerade für unsere Patienten, die sicher nicht genau gescreent werden, weil die ja alle in irgendeiner Form leiden, könnte ich mir vorstellen, dass das einen sehr großen Impact hätte. Ja. Das ist eine wichtige Studie, glaube ich auch. Und insbesondere, glaube ich, beweist die das, was wir eigentlich immer nicht geglaubt haben, nämlich, dass es ungefährlich ist, hochgradige Aortenklappenstenosen einfach so zu lassen. Auf der anderen Seite haben wir es eigentlich immer so gemacht, weil ganz viele Menschen in der Klinik sagen, sie haben überhaupt keine Beschwerden. Aber wir sind natürlich willfährig, Echokardiographie, sehen die Aortenstenose und der Mechanismus ist immer, du schickst ihn zum Chirurgen oder zum interventionellen Klappenersatz. Die meisten, wie du es ja gesagt hast, wenn man sie belastet oder wirklich hart befragt, dann kriegt man das raus. Ne? Aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Studie, die einfach die Biologie, die wir eigentlich immer schon so dachten, wie sie ist, eigentlich nachweist. Ne? Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber ein Aspekt ist da nicht auch so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy dabei, weil ich ja natürlich weiß, dass die asymptomatische Aortenklappenstenose ja irgendwann zur symptomatischen werden wird. Und ein Teil dieser Symptomatik ist dann ja wiederum Teil des Endpunktes. Das ist richtig, aber wenn man sich das nochmal im Detail anguckt, ich gehe gerade nochmal auf die Daten zurück, die ich jetzt eben nicht gezeigt habe, kleinen Augenblick, dann sieht man eigentlich ganz schön, dass eben, wenn man den Endpunkt aufteilt, dass tatsächlich das nicht wenig getrieben war hier von All-Cause-Death, also nicht nur Symptomatik, Reoperation, sondern der Heart-Failure, ja, 7-1, sind alles kleine Zahlen, eine kleine Studie, aber tatsächlich Gesamttod, und das ist sicherlich der härteste, unbestrittenste Endpunkt, fast doppelt so viel in der konservativen Gruppe. Das ist schon sehr, sehr, sehr überzeugend für diese kleine Studie. Und wenn man überlegt, die Aortenklappe in dieser zentralen Position, kein Mensch in der Kardiologie würde bezweifeln, dass eine relevante Hauptstammstenose aus prognostischen Gründen behandelt werden muss. Das macht eigentlich, wie Florian sagte, schon ganz viel Sinn, pathophysiologisch in der Überlegung. Ich will vielleicht gerade, jetzt bin ich bei den Slides, weitergehen, eine andere chirurgische Studie, die uns auch so eine Frage versucht hat zu beantworten, die wir uns jedes Mal gestellt haben als Kardiologen, wenn ich einen Patienten zur Operation schicke und die auch sehr chirurgenabhängig ist. Glaube ich, wenn ich das sagen darf, so aus dem Umfeld, mit dem man zusammenarbeitet, Patienten, die zugewiesen werden zu einer Mitralklappenrekonstruktion. Mitralklappeninsuffizienz ist das meistens. Und die haben ja ganz häufig ein bisschen Tricuspidalklappeninsuffizienz, eben auch Annulusdilatation. Und das war sehr, sehr abhängig auch vom
ja, sag mal, vom Enthusiasmus des Chirurgen hier zu sagen, komm, die Trikuspidalklappe, die operiere ich mal mit. Und hier ins New England Journal hat es geschafft, eine Studie an 400 Patienten, wo man das randomisiert hat sinnvollerweise und geguckt hat, Mensch, was passiert, wenn ich Trikuspidalklappe mitoperiere bei einer Mitralklappenrekonstruktion. Sie sehen hier unten in den Balken jetzt aufgelistet im Prinzip über die Zeit, 6, 12, 24 Monate, das Gros des primären Endpunktes, der nämlich getrieben war durch Progression bzw. Reoperation der Trikuspidalklappeninsuffizienz. Und die war natürlich immer rechts im Bild, ist hier plus TA, plus Trikuspidalanuloplastie. Die war natürlich hier deutlich weniger. Das heißt, die haben nach der Trikuspidalanuloplastie keine relevante Trikuspidalklappeninsuffizienz gehabt und entsprechend auch diesen Endpunkt nicht mehr erreicht. Insofern hat man da einen positiven primären Endpunkt gefunden, hat aber, das muss man schon dazu sagen, wenn man mal so Überleben anschaut, hier oben rechts dargestellt, ganz weite Konfidenzintervall, da gab es eben keinen Unterschied. Und was man auch kritisch dazu sagen muss, das ist hier die Originalabbildung aus der Präsentation rauskopiert. Das fand ich ganz interessant. Das war eine übrigens nordamerikanisch-deutsche Studie. Zwei Dinge hier. Erstmal die Length of Stay, die in Deutschland, egal ob Placebo, also welche Operationsmethode, schon mal viel länger ist als in Nordamerika. Das fand ich ganz interessant im internationalen Vergleich. Und die auf der linken Seite gezeigt hat, und das ist der Haken der Studie, durch die Anuloplastie an der Mitralklappe und die Intervention in der Nähe des AV-Knotens dort, hat man direkt kausal eben AV-Blockaden und Schrittmachernotwendigkeit erhalten. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn ich hier 14% versus 2,5% Schrittmacherpflichtigkeit habe, dann stellt das Ganze in ein anderes Licht. Frage ist, wir sehen natürlich bei unseren Schrittmacherpatienten so ein bisschen Trikuspidalklappeninsuffizienz am Schrittmacherkabel gibt es dann auch immer. Ob das dann wirklich so viel bringt, ich glaube, das kann man trefflich diskutieren. Und da freue ich mich, Florian, weiß nicht, was du dazu meinst, oder auch die nephrologischen Kollegen. Das ist eine ganz spannende Studie und insbesondere ist das wieder ein Crosspoint zu den Kollegen der Nephrologie. Eine hochgradige Trikuspidalinsuffizienz, wissen wir alle, dann drückt es von hinten auf die Niere, was ebenfalls zur Niereninsuffizienz CKD führt. Wir haben uns dann nie drum gekümmert, um die Trikuspidalinsuffizienz. Wir schicken die Patientinnen und Patienten nach Rekompensation nach Hause und nach 4 Wochen sind sie wieder da. Und gerade durch die interventionellen Verfahren und jetzt durch diesen operativen Ansatz finde ich das hochspannend. Also das beweist einfach, dass man sich darum kümmern muss. Und ich glaube, im klinischen Alltag gibt es da eine große Schnittmenge zu Menschen mit CKD, die sicherlich vielleicht auch da in der Folge von profitieren. Aber was meinen die Nephrologen? Na, ich glaube, ich vergleiche es mit Harnsäure und Triglyceriden. Die Trikuspidalklappe ist am Ende der Fahnenstange eines funktionellen Problems und darum sieht man das gleiche Outcome mit Harnsäuresenkung und Triglyceridsenkung, nämlich kein Benefit für den Patienten. Obwohl es eine Rolle spielt, ja. Spannend ist von all den echokardiografischen Parametern, die ihr messt, die wir vielleicht messen bei den Dialysepatienten, ist die pulmonale Hypertonie oder der RVSP derjenige, der mit der schlechtesten Prognose assoziiert ist. Es gibt schöne echokardiografische Sammlung, viel, viel relevanter als die linksventrikuläre Dicke oder die Größe des Vorhofs oder so. Aber das ist natürlich dann auch zunächst mal nur eine Beobachtung und vielleicht ist es dann wirklich das Herz, was insgesamt am Ende der Fahnenstange ist und ist noch keine Kausalität. Aber ich denke, unterschätzt auf jeden Fall, und es ist halt auch schwierig mit der Diagnostik immer, weil die Bereitschaft der invasiven rechtsventrikulären Druckmessung dann doch, ich denke, überall ein bisschen geringer ist, die Begeisterung dafür, als im linken Ventrikel irgendwas Schönes zu machen. Und grotesk muss man sagen an dieser Stelle nochmal, also fast grotesk, length of stay. Ne? Das zieht sich, das haben wir in der Herzinsuffizienz, wir haben in Deutschland die längsten Krankenhausaufenthalte europaweit für Herzinsuffizienz. Und wenn man jetzt diese operativen Daten nach 6 Tagen gehen, die nach einem MKR nach Hause, ich glaube, so hast du es gezeigt, das ist wirklich gravierender Unterschied. Ne? So sind die Daten. Ne? Bei uns ist es dann tatsächlich fast doppelt so lange. Ne? Das ist spannend. Wir haben über die kranken Herzen gesprochen. Ich will jetzt doch nochmal weg von den Chirurgen gehen und noch mehr in die Kardionephrologie. Es klang eben schon ein, der nephroprotektive Effekt der SGLT2-Hämmer. Es gab wieder Neues beim amerikanischen Kardiologenkongress zum Empagliflozin und den SGLT2-Inhibitoren in 2 anderen Indikationen als da, wo es ja schon lange Standard ist. Standard ist es bei HEF-REF, Standard sollte es sein bei der Niereninsuffizienz. HEF-PEF, das sind die Daten vom europäischen Kardiologenkongress.
erstmals eben auch nutzen, zumindest was Hospitalisierung angeht, bei der Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion. Und die Frage, die wir uns beim ESC ja gestellt haben, wie viel ist davon jetzt, weil dieses Kollektiv, Sie sehen es hier auf der linken Seite, ist ja so ein bisschen definiert gewesen als EF über 40. Das heißt, da waren einige dabei, die hatten schon eine leicht eingeschränkte Ejektionsfraktion und nur ein Drittel mit einer EF wirklich über 60 beziehungsweise zwei Drittel EF über 50. Und Professor Anker aus Berlin, mit dem wir ja auch hier auf dem Kanal letzte Woche ein spannendes Interview führen durften, hat diese Daten vorgestellt. Jetzt eben die Subgruppe derjenigen aus Emperor Preserved, die mit der EF über 50% waren, also das, was uns wirklich interessiert, die eigentlich echten erhaltenen Pumpfunktionspatienten, und hat zeigen können, dass eben hier tatsächlich das primäre Outcome, die Herzinsuffizienz, Hospitalisierung plus kardiovaskulärer Tod, genauso wie die Gesamtzahl der Herzinsuffizienz, Hospitalisierungen reduziert war. Hier wird zum Teil dann das Signifikanzniveau nicht mehr erreicht, weil man auch weniger Patienten hat, aber es sind immer noch, wenn Sie hier schauen, 4000 der Gesamtkohort, also der zwei Drittel, wie gesagt, über 50% EF. Und hat da damit so ein bisschen den Druck genommen davon, dass man einige Kritiker gesagt haben, Mensch, das ist alles nur getrieben durch diese HEF-MREF-Population. Das ist eine ganz spannende Diskussion. Es gibt da noch ein paar mehr Daten dazu. Das hier ist jetzt die Subgruppe 40-50%. Da hätten wir ja das erwartet jetzt so als Kritiker. Da sehen Sie auch wieder hier primärer Endpunkt und Herz- und sowieso sonst Hospitalisierung klar signifikant. Das ist leider ein bisschen verrutscht hier. Das ist aber schon in dem Slide von Herrn Anker verrutscht. Deswegen konnte ich das in dem Rauskopieren noch nicht mehr besser machen. Und dann hat er es verglichen hier im Gesamtvergleich, und das finde ich ganz einleuchtend eigentlich, wenn man das jetzt hier mal aufgetragen sieht, den primären Endpunkt entlang der verschiedenen Ejektionsfraktionen. Und da sehen wir ehrlicherweise keinen klaren Trend, dass das jetzt, und das hatte ich am Anfang ein bisschen die Befürchtung, dass das nur bei der schlechteren EF der Fall sei. Wir sehen einen Nutzen eigentlich hier, wie gesagt, die Konfidenzintervalle werden halt etwas breiter, beziehungsweise die Signifikanz sinkt, weil die Zahlen kleiner werden, aber vom Muster her ist es eben so, dass wir zwar meinen, hier mal EF 60 bis 65 den Nutzen zu verfehlen, dann ist er aber bei 65-70% wieder da, sodass insgesamt sicherlich hier kein Muster drin ist, das in irgendeiner Form zeigen würde, dass das ein Problem bedeutet. Also es scheint schon so zu sein, dass das über das gesamte Spektrum der Ejektionsfraktion zumindest den Endpunkt Hospitalisierung, das Empagliflozin hier signifikanten Effekt hat. Und schöner Vergleich nochmal dargestellt, gegenüber allem, was man in der Vergangenheit in HEF-PEF versucht hat, ist eben doch der Effekt auf den primären Endpunkt kardiovaskulärer Tod oder Hospitalisierung beim Empagliflozin auch nominell deutlich mehr. Top-Cut ist die Spironolactone-Studie, wo wir ja so ein bisschen dran glauben, auch mechanistisch, dass wir das vielleicht machen, aber alle anderen ACE-MAT1-Antagonisten in HEF-PEF, inklusive aber auch Sacubitril-Valsartan, die ja den primären Endpunkt knapp verfehlt hat, jetzt in der Population EF über 50%, das ist wichtig, das ist immer die jeweilige Subpopulation, da ist das Empagliflozin hat hier sicherlich einen deutlich größeren Nutzen. Das ist schon, ich fand das relativ stark, muss ich sagen. Ist, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht publiziert jetzt der Vergleich. Da will ich mal drüber hinweggehen, das ist ein bisschen viel. Und dann auch vielleicht noch eine andere Sache, bevor wir dann die SGLT2-Inhibitoren diskutieren können. Die Impulse-Studie, die hat uns gut gefallen, Empagliflozin nochmal in einem Feld, wo es noch nicht untersucht war, der akuten Herzinsuffizienz. Egal, HEF-REF oder HEF-PEF, 500 Patienten nur, die mussten aber akut in die Klinik kommen mit einem erhöhten NT-Pro-BNP von 1600, was relativ viel ist, bei Vorhofflimmern sogar noch bei 2400. Zwei Drittel waren bekannte chronische Herzinsuffizienz, die erneut dekompensiert ist, aber immerhin ein Drittel auch Erstdiagnose. Und es ist leider eine komplexe statistische Analyse, die die meisten Kardiologen, ich auch, nicht ganz verstehen. Vielleicht können die Nephrologen mir das erklären. Man hat so ein, das ist jetzt auch modern ein bisschen, man hat so ein hierarchisches Testen aus jeweils Gewinnern und Verlierern gemacht und hat in einer Bedeutungs sich nach unten wandernden Analyse zwischen Tod und Herzinsuffizienz, einer Hospitalisierung bis hin zur Quality of Life jeweils geguckt, wer hat mehr oder wer schneidet besser ab, und hat dann jeweils das eine Empagliflozin besser, Placebo besser oder eben unentschieden. Und dann können Sie das ausrechnen und kommen letzten Endes auf eine Win-Ratio, wo das Empagliflozin eine 36-prozentige Überlegenheit hat, was relativ stark ist. Das hier sind die Daten, die das jetzt mal zeigen, so ein bisschen wie wir es kennen. Kaplan-Meier-Kurven, wenn Sie so wollen, zum Quality of Life, Zeit bis zum Tod oder Herzinsuffizienz, Hospitalisierung
die eben auch nach einer klassischen Analyse klar signifikant sind für das Empagliflozin. Also das ist ganz, ganz spannend, dass man eben zu einem frühen Moment schon akute Herzinsuffizienzhospitalisierung hier was machen kann. Und das war wenig unterschiedlich, egal wie hoch das BNP ist, unabhängig von der Nierenfunktion, unabhängig vom Vorhofflimmern oder auch wieder unabhängig davon, ob die Patienten mit der EF klassisch HEF-REF oder HEF-PEF-Kollektiv waren. Das war so ein bisschen zwei Drittel, ein Drittel verteilt, wie Sie hier sehen. Und was ich auch spannend finde, ist, wenn man sich die Nebenwirkungen anguckt, dann hat das keine großen Probleme gemacht. Das ist immer die Frage, darf man sowas, passiert dann da irgendwas in der Akutsituation? Ist es tatsächlich so, dass man etwas mehr Volumendepletion hatte hier in der Rate derer, die Empagliflozin gekriegt haben, aber eigentlich ist das ja oft gewünscht bei akuter Dekompensation. Was man weniger hatte, was hier nur ein adverses Event war, ist die Rate an akutem Nierenversagen. Also nochmal der Hinweis auf eine renoprotektive Wirkung der Substanz, auch in der akuten Herzinsuffizienz. Wenn ich hier sehe, 7,7% gegenüber 12,1% Placebo, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz deutliche Sprache, die hier dafür spricht, dass man das tatsächlich auch den SGLT2-Hinnehmer schon akut im Krankenhaus einsetzen kann. Florian, ich bin gespannt, was du dazu meinst für euren klinischen Einsatz. Ich finde das gar nicht so spannend, weil wir das immer schon so gemacht haben. Also sagen wir mal so. Wir wissen jetzt, dass es funktioniert und die Studie ist wichtig, aber wir haben das ja immer schon gemacht. Also bei uns, das wird wahrscheinlich bei den Kollegen in Lautern auch so sein, verlässt ja niemand die Klinik nach einem akuten Ereignis und hat nicht am Tag 4, wenn nicht alle Zeichen dagegen sprechen, nicht einen SGLT2-Inhibitor an Bord. Also insofern ist es gut, es bestätigt das, was wir immer schon gemacht haben, dass das in Ordnung ist. Aber neue Konzepte zeigt die Studie nicht. Und die Statistik, hast du schon angeschnitten, vorsichtig gesagt, ist schwierig. Ich habe das auch nicht gut verstanden. Unterm Strich wichtige Studie, Proof of Concept für den Alltag, denke ich. Mehr nicht. Was ist mit den Daten zu Emperor Preserved? Ich war so ein bisschen kritisch beim ESC initial, weil ich gedacht habe, ist das jetzt wirklich, wie es vielfach korportiert wird, the Holy Grail? Nein, ich verstehe das auch nicht. Also ich verstehe gar nicht, bis heute nicht, warum man jetzt in die kleinste Subgruppe der Ejektionsfraktion das runterbricht. Entweder entscheidet man sich für die Substanz, weil die Endpunktstudie das zeigt. Möglicherweise ist es für manche Menschen spannend, das jetzt runterzubrechen. Ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Ich verstehe, dass es eine große Debatte gibt um Ejektionsfraktion, dass natürlich die Surrogat-Cut-Offs, die wir haben, für vielen Menschen die Therapie vorenthalten, das ist richtig. Möglicherweise müssen wir es deshalb runterbrechen. Ist aber viel zu viel klein-klein, wie ich finde. Ist vielleicht ein bisschen einfache Weltsicht, aber... Ist total wichtig. Ich finde das total gut, dass du das so sagst, weil das sind ja zwei wichtige Punkte. Erstmal, und das hat auch Professor Anker ja klar gemacht eigentlich, studienpuristisch ist das eine positive Studie, Punkt. Ja, so ist die gemacht und die ist positiv und damit muss man es lassen. Und zweitens ist die EF ja eben nicht ein in Stein gemeißelter Parameter und irgendjemand misst sie am nächsten Tag und hat ein bisschen mehr Vorlast oder ein bisschen weniger irgendwas oder Blutdruck und Nachlast und dann ist die wieder wo ganz anders und viel wichtiger ist, wie die Studie gemacht ist, glaube ich. Ganz klar. Das Erstaunliche ist ja, und das ist mir nicht ganz klar, vielleicht hat Markus immer dafür eine Idee, was sich ja immer wieder zeigt, ist, dass es zu weniger akuter Nierenschädigung kommt und das ist ja anders als bei ACE-Hämmern, AT1-Antagonisten, ich komme wieder mit dem Vergleich. Alle schützen ja dadurch, dass der Druck im Glomerulus vermindert wird. Das macht ja zunächst mal eigentlich logischerweise eine Verminderung der GFR, einen Anstieg des Kreatinins. So kennen wir das von den ACE-Hämmern, von den AT1-Antagonisten. Die uralte Frage, was mache ich bei der akuten kardialen Dekompensation? Setze ich sie ab, lasse ich sie drin. Aber warum habe ich hier weniger akute Nierenschädigung? Ich könnte es mir nur so erklären, also wir haben ja Modelle und Hypothesen und die werden vielleicht eh wieder verworfen. Es gab jetzt in der kardiologischen Literatur sehr schöne Arbeiten, die alle in Richtung differenzielle Entwässerung gehen, also weniger Flüssigkeit im Interstitium. Gab es auch sehr schöne Arbeiten auch zum pulmonalen Hochdruck, auch im Empagliflozin, dass noch einmal dieses... dritte Compartment entlastet wird, vor allem bei der HEF-REF. Und wenn diese Kongestion, Sie haben sie vorher angedeutet, so ein Problem für die Niere ist, vor allem, ich glaube, 90% der Patienten, die wegen Heart Failure aufgenommen werden, sind ja congested.
dann leidet die Niere drunter und alles, was entwässert und sei es differenziell im Vergleich zu den Schleifentheoretikern nicht so sehr intradorsal, sondern interstitiell, ist es wahrscheinlich gut für den Patienten. Ich wollte zu Emperor Preserved sagen, wir haben natürlich als Nephrologen stark auf die Studie gewartet, weil wir als Other Side of the Coin ja unsere Patienten so als Half-Breath-Patienten sehen, diastolische Dysfunktion, steife Ventrikel, Pulmonalisdrücke erhöht und darum hätten wir schon gewettet, die wird positiv ausgehen, das ist sie ja dann auch. Aber für uns auch interessant, bei der ESN hat der Kollege Zanner das vorgestellt, es waren ja keine Unterschiede zwischen CKD und Nicht-CKD, was den Endpunkt betrifft, außer First Hospitalization for Heart Failure, die waren nur für CKD-Patienten signifikant, nicht für die Nicht-CKD-Patienten. Das ist eigentlich das Modell, was wir gerade erwähnt haben, finde ich noch einmal unterstützt. Das andere, was ich fragen wollte, bei M-Pulse, glaube ich, war jetzt Quality of Life Score gut beeinflusst, bei Emperor Preserved, glaube ich, nicht und auch das 6-Minute-Walking-Test war, glaube ich, nicht positiv beeinflusst. Es gab jetzt eine Nature Medicine Arbeit, also eine Vorankündigung von Deliver mit Dapagliflozin, der war positiv beeinflusst. Doris, gibt es diese Daten? Ja. Da vielleicht ganz kurz nochmal, ich habe nochmal meinen Bildschirm jetzt geteilt hier, glaube ich, ne? Genau, ja, da sehen Sie es, also das ist jetzt auch publiziert, es gibt auch aus Emperor Preserved diese Quality of Life Daten, die sehr, sehr konsistent hier verschiedene Scores, verschiedene Zeitpunkte eigentlich die Verbesserung zeigen durch Empagliflozin. Okay. Und das ist nochmal das, was Herr Anker präsentiert hat in diesem Kansas City Questionnaire, eigentlich in ähnlicher Form, so Kaplan-Meier ähnlich für die unterschiedlichen Ejektionsfraktionen hier dargestellt. Also die gibt es schon. Okay, und dann euch die Frage, warum nicht weniger tot? Liegt das an der Heterogenität, der Definition, so als würde man eine Studie gegen Bauchschmerzen machen oder woran liegt das? Ja, das ist eine ganz, ganz berechtigte Frage und die kann ja keiner beantworten. Warum nicht weniger tot? Ich glaube, so aus der, das ist aber jetzt wirklich nur klinische Eminenz. Also die HFpEF-Patienten haben natürlich eine Sterblichkeit, keine Frage, aber vielleicht spielen da doch die Komorbiditäten dieser Patienten für diese Sterblichkeit die größere Rolle. Und klinisch und auch für die Patienten führend ist die Morbidität, ist die Symptomatik. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass man die reduziert. Aber warum der kardiovaskuläre Tod und auch die Gesamtsterblichkeit nicht reduziert ist, kann ich nicht beantworten. Und noch einmal die Kombination mit ANI, wenn ich jetzt so klassische Dame mit HFpEF habe, die schnauft, tue ich was Gutes, wenn ich da auch so wie bei der HFrEF dazu noch den ANI gebe, weil Paragon waren ja angeblich nur 7 Patienten, die die Signifikanz vermasselt haben. Oder aufgrund dessen, was Sie gezeigt haben, naja, die Effektgröße ist so groß und das GL2-Hämmer bringt gar nichts, wenn dann nur das? Auch das wissen wir nicht, ne? Das können wir nicht beantworten. Es ist formal in Europa dafür nicht zugelassen, in den USA schon, trotz der Paragon-Studie oder wegen, auch für etwas bessere LV-Funktionen. Pathophysiologisch macht es Sinn, auch da denke ich, muss man es im Einzelfall probieren, man ist ein bisschen im Off-Label-Bereich dann natürlich, ne? Du hast uns noch die Herausforderung reingeschmissen und spätestens an dieser Stelle sage ich jetzt mal, das, was wir hier diskutieren, haben wir natürlich vorher nicht abgesprochen. Das statistisch zu erklären, ich weiß gar nicht, wo die Idee kommt, dass die Nephrologen das besser können als die Kardiologen, aber so ganz... Ihr seid viel intelligenter als wir. Ja, aber das merkt man nicht immer gleich. Das spontaner Vergleich, wir sind ja nicht so schnell wie ihr, der spontane Vergleich ist vielleicht wie so eine Fußballtabelle, habe ich mir gerade überlegt, wo ich dann zunächst mal, wenn ich bei der WM-Vorrunde gruppiere, ich gucke erst mal, wie viele Punkte habe ich und dann wie viele Tore habe ich und dann wie viele gelbe Karten in der Fairplay-Wertung. Und so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Die Todesfälle sind die Punkte und dann die Dekompensation sind die Tore und die Quality of Life ist dann die Fairplay-Wertung. Ja? Und da kann ich noch so viele kardiale Dekompensationen haben, noch so viele Tore geschossen haben, wenn ich am Schluss dann mehr Tote habe in meiner Gruppe, weniger Punkte habe, dann bin ich halt in der Tabelle dahinter. Super, das ist das Besondere an der Kardionephrologie, dass man das so schön erklären kann und sich da ergänzt. Vielen Dank. Das ist immer, wenn man mit Österreichern zusammen ist und über Fußball spricht, dann kommen diese Analogien. Okay, ich höre weg. Ich möchte 3 Studien vorstellen und beginnen mit 2 Studien, die in eine Richtung gehen, die nämlich unter Pandemiebedingungen 2 neue Randomisationsformen testen. Und zwei
für mich bis dato nicht bekannte Formen einer klinischen Studie, nämlich N-of-1-Trials darstellen. N-of-1-Trial, was ist das? Das ist eine Studie, ein Trial mit einer Person. Das ist die Crave-Studie und das ist die I-Stop-AF-Studie, die natürlich letzten Endes nicht eine Person eingeschlossen haben, aber mithilfe von App-basierten Smartphone, Randomisationsformen und Patientenführung zwei mechanistische Fragen untersucht haben. Die Studien sind deshalb interessant, vielleicht für Fans von AFib und von Triggern von AFib sehr interessant, aber insbesondere das Studiendesign. Das ist die Crave-Studie, die der Frage nachgegangen ist, ob Kaffee proarrhythmisch ist. Es gibt ja verschiedenste Trigger, verschiedenste sehr subjektiv empfundene Trigger und Auslöser für Vorhofflimmern. Und man hat hier ein relativ gesundes Kollektiv, 38 Jahre im Min eingeschlossen mit relativ hohem Bildungsgrad, 50% Frauen. Diese Patienten ausgestattet mit einem sogenannten Fitbit-Device, das konnte Schritte zählen und den Schlaf tracken mit einer kontinuierlichen EKG-Aufzeichnung, Glukosemessung und man hat einen polygenischen Score im Hinblick auf verschiedene metabolische Faktoren erhoben, die mit dem Kaffeekonsum und mit dem Kaffeestoffwechsel zusammenhängen. Ganz kurz, es gibt eine Eureka-App, das ist eine vom NIH geförderte Open-Source-App, mit der man Menschen in Studien einbringen kann, diese dann tracken kann im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann, wenn der Patient das freigibt, auch Geo-Tracking machen, gucken, wo die Menschen sind. Und man hat die Frage versucht zu untersuchen, wenn man die Menschen ein- und ausschaltet sozusagen, wenn man dem Studienteilnehmer sagt, trinke jetzt Kaffee, dann haben die Patienten, die Menschen Kaffee getrunken und dann hat man geschaut, was dann passiert. Man hat also auf täglicher Basis Menschen randomisiert zu Kaffeekonsum oder zu eben Kaffeevermeidung aufgrund von Kommunikation über die App. Und verschiedene Outcomes untersucht, nämlich premature atrial und ventricular contractions. Insbesondere die premature atrial contractions gelten als Vorerkrankung oder Vorläufer von Vorhofflimmern. Verschiedene sekundäre Endpunkte, SVTs oder VT-Episoden, tägliche Aktivität im Hinblick auf Schritte, Schlafdauer und die mittlere Glukose gemessen. Es ist ja ganz unterschiedlich. Wir wissen aus der Epidemiologie, dass im Grunde Kaffeekonsum 50-50 entweder mit kardiovaskulärer Mortalität und Endpunkten bei Gesellschaft ist. 50% der Studien zeigen das nicht. Und von da aus denke ich, Proof of Concept an diesem jungen, relativ gesunden Studienkollektiv versucht, diese Frage zu klären. Man hat diese Menschen geo-gefenced. Was heißt das? Geofencing heißt, man kann eben schauen oder konnte sehen, ob die Leute sich heimlich einen Kaffee kaufen im Coffeeshop oder nicht. Und relativ basierend darauf auch eine Compliance erheben. Sie sehen mal hier mit Hilfe dieser Farbtabelle, blau sind Tage, an denen der Studienteilnehmer, Studienteilnehmerin compliant war. Das heißt, sich an das gehalten hat, was die App ihm gesagt hat. Oder andersrum. Ganz kurz, was hat die Studie gezeigt? Wie gesund ist Kaffee im Hinblick auf Vorhofflimmern? Es zeigte sich kein Anstieg der Pro-Vorhofflimmern-Episoden, dieser Premature Atrial Contractions. Auch SVTs, also supraventrikuläre Tachykardien, waren in der Per-Protokoll, das heißt also Per-Protokoll, per getrunkener Tasse Kaffee-Analyse weniger. Es gab im Gegenteil mehr ventrikuläre premature contractions. Das war assoziiert bei Menschen, die Kaffee schneller metabolisieren mit einer verstärkteren Antwort. Kaffee, und das zeigen Thesen oder Hypothesen aus epidemiologischen Studien, führte zu einer erhöhten physischen Aktivität an den Step Counts gemessen. Und gut, das kann man sich überlegen, auch zu einer Reduction der Schlafdauer. Zusammengefasst, sehr, sehr interessantes Konzept, gerade im Hinblick auf die
Pandemiesituation, wie man mit Menschen interagieren kann, wie man Studienteilnehmer inkludieren und führen und tracken kann und insbesondere die einfache Frage, junges, gesundes Kollektiv macht Kaffee vor Flimmern mit Nein beantworten können. Ich möchte kurz, vielleicht bevor wir das diskutieren, überleiten zur nächsten Studie, iStop AFib. Sie sehen, es war derselbe Erstautor von der University of California in San Francisco, Gregory Marcus. Nächste Studie zum gleichen Thema, selbes Konzept wie der N-of-1-Trial, also Menschen, die mithilfe eines Mobiltelefons, der sogenannten Eureka-App, geführt, inkludiert und nachverfolgt wurden. Die Frage, die zugrunde liegt, ist, was löst Vorhofflimmern aus? Das ist oftmals sehr subjektiv. Es gibt Menschen, die wissen das relativ genau. Ein Glas Rotwein, ich bekomme Vorhofflimmern oder es ist der Kaffee oder Stress oder andere Faktoren. Und so musste jeder Studienteilnehmer zunächst mal sich überlegen, was denn bei ihm individuell Vorhofflimmern bewirken kann. Und dann hat man wieder mithilfe dieser App die Patienten eingeschlossen. Und interessanterweise, als das primäre Readout den sogenannten AFEQT-Score benutzt. Das ist ein Score, der primär für oder gerade für Menschen mit Vorhofflimmern validiert ist, misst Quality of Life. Das war der primäre Endpunkt. Sekundärer Endpunkt war die Anzahl der täglich gemessenen Vorhofflimmer-Episoden als sekundären Endpunkt. Wie ging das Ganze? Es gab zwei Arme. Der eine Arm auf der unteren Achse waren Menschen, die einfach nur überwacht wurden. Vielleicht ganz kurz noch. Die Studienteilnehmer wurden mit einem Handheld-EKG-Device ausgestattet. Das heißt, mussten sich täglich EKG ableiten und sozusagen dann Vorhofflimmern beziehungsweise Sinusrhythmus oder Vorhofflimmern zeigen. Eine Gruppe, die nur überwacht wurde. Eine Gruppe, das ist auf der oberen Achse hier dargestellt, die bekamen täglich Message über das Device, ob sie sich und wenn ja, wie oft sie sich mit dem jeweiligen Trigger exponieren sollten. Das heißt, wenn jetzt jemand angegeben hatte, bei mir macht Alkohol Vorhofflimmern, hat er am Montag die Nachricht bekommen, bitte trink Alkohol und leite in der Folge das EKG. Es schloss sich eine vierwöchige Phase einer Lifestyle Change Period an. Das heißt, der Patient war sich selber überlassen und man erhob am Ende dieser Phase diesen Questionnaire im Hinblick auf die Quality of Life. Der Patient bekam relativ rasch und live sozusagen Rückmeldung. Man sieht das hier auf der rechten Seite mal hier schematisch, die Tage, wo Vorhofflimmern gemessen werden konnte und die Tage, wo jeweils der Trigger eingewirkt hatte oder der Trigger eben nicht eingewirkt hatte. Das heißt, Studienteilnehmer hatten sehr, sehr direkte Response zu dem jeweiligen Effekt, den der jeweilige Trigger möglicherweise ausgelöst hatte. Wie war das? Welche Trigger wurden von den einzelnen Studienteilnehmern primär gelistet? Das waren an erster Stelle Koffein, Alkohol, eine verminderte Schlafdauer, Sport, auf der linken Seite liegen, in abstehender Reihenfolge und so weiter. Was hat man gefunden? Wenn man Patienten randomisiert zu ihrem jeweils präferierten Vorhofflimmer-Trigger randomisiert und diesen Trigger aussetzt, führte das nicht zu einer verbesserten Lebensqualität, aber im Verlauf zu einer verminderten Anzahl von Vorhofflimmer-Episoden. Unterm Strich, weiterer Effekt, dass Koffein zwar der meisten angeschuldigte Trigger war in der Analyse, aber Alkohol der primäre Faktor war. Ich denke, was können wir an dieser Studie lernen? Das ist eine relativ kleine Studie mit einer relativ geringen Fallzahl, die möglicherweise auch diesen fehlenden Effekt auf den primären Endpunkt erklärt.
meiner Meinung nach sehr interessant, auch für mögliche zukünftige Studiendesigns, dieses End-of-One-Trial-Designs, was natürlich primär oder prädestiniert ist für einen Auslöser bzw. Trigger für bestimmten Readout. Vorflimmern bietet sich dann natürlich an, möglicherweise auch für andere Expositionen und klinische Szenarien denkbar. Und an dieser Stelle möchte ich das gerne zur Diskussion stellen. Ich frage mal die eine Frage, die sich, glaube ich, jedem Nicht-Kardiologen aufdrängt. Du hast betont, weniger atriale Rhythmusereignisse, aber so nonchalant so ein bisschen drüber gegangen, aber mehr ventrikuläre. Mhm. Der Nicht-Kardiologe denkt sich, das ist aber doch ein hoher Preis für einen atrialen Schutz. Würde man so sagen. Ja, es ist letzten Endes skurril und nicht erklärbar. Und in der Tat würde man natürlich sagen, ist ja viel schlimmer. Ne? Dann hätte ich ja lieber Vorhofflimmern. Ne? Das ist letztlich mechanistisch nicht gut erklärbar. Ja? Also möglicherweise, also es wurde auf dem AHA mit einer relativ geringen Fallzahl erklärt, Play of Chance möglicherweise. Das ist nicht rational herleitbar, würde ich sagen. Gut, man muss ja sagen, die einzelnen Extrasystolen, sei es atrial oder super oder ventrikulär, sind ja bedeutungslos. Und die Frage ist, das hattest du ja sehr schön gesagt, wir wissen, dass es einen zumindest Assoziationszusammenhang gibt und einen gewissen Einschätzung der supraventrikulären Extrasystolen als Vorläufer oder als möglichen Marker für einen Vorhofflimmerlast. Und bei den ventrikulären Extrasystolen wissen wir das eigentlich nicht. Und wir nehmen an, dass die bei einem strukturell gesunden Herzen ja harmlos sind. Das ist anders natürlich, wenn die aus irgendeiner Narbe kommen oder sowas, das Herz krank ist. Aber das werden diese Patienten wahrscheinlich hier nicht gewesen sein, weil die ja jung waren. Das waren junge und gesunde Menschen, muss man sagen. Ne? Also vor allem in der ersten, in der Crave-Studie, ne? Die in vielen Fällen noch gar kein Vorhofflimmern hatten. Ne? Insofern ist das natürlich was ganz anderes als das Kollektiv, was wir täglich sehen, ne? wo Extrasystolen möglicherweise eine ganz, oder nicht möglicherweise, sondern bei struktureller Herzerkrankung natürlich eine ganz andere Rolle spielen. Ne? Das ist richtig. Ich persönlich glaube, dass diese 1:1 Studien, ich bin froh, dass die endlich in der etablierten Literatur ankommen, dass die doch ein Zukunftsstrang für viele Dinge sein werden. Ich habe selber beobachtet, bei den Patienten mit Typ 1 Diabetes gibt es ja so Pumpensimulationsdaten bei Closed Loop und vor einigen Jahren sind schon wirklich Milliarden Datenpunkte oder hunderte Millionen Datenpunkte in eine Cloud gekommen und da kann man auch Simulationen drüber laufen lassen. Und das kann man bei diesen N=1 Studien auch wunderbar machen. Also ich bin echt happy, dass das jetzt da reingefunden hat. Also ich hatte das noch gar nicht so auf dem Schirm, immer mal so peripher gesehen, aber deshalb fand ich das spannend. Also sind beide Studien auch noch nicht publiziert, muss man sagen. Aber allein vom Konzept her, also Diabetes ist sicherlich eine interessante Frage, interessantes Konzept. Vielleicht an der Stelle, bevor du zur nächsten Studie übergehst, wir haben, und jetzt vermeide ich jedes Wortspiel, Dr. Markus auch eingeladen gehabt, erwarten ihn Mitte Januar hier bei Markus at Home. Gerne an die Kolleginnen und Kollegen, die Fragen haben, unten als Kommentar zu diesem Video schreiben. Wenn da Kommentare kommen, dann versuchen wir die zu bündeln und Dr. Markus dann direkt auch weiterzugeben, weil das ja auch Dinge sind, die selbst für Nicht-Kardiologen, Nicht-Nephrologen, sondern jeden von uns eigentlich spannend sind. Wie halte ich es mit dem Kaffee? Lieber atriale oder lieber ventrikuläre Störungen, lieber ein bisschen mehr schlafen oder ein bisschen mehr Sport machen? Ich denke, das greift ja ganz weit in das rein, was unsere tägliche Alltagssituation auch entspricht. Gut, ich komme auch schon zur letzten Studie an dieser Stelle. Rapid Cabbage. Ist weitaus verständlicher, vielleicht breche ich es nochmal runter für den Kardiologen, Kardiologe hat es ja gerne einfach, geht der Frage nach, wenn man Menschen mit einem akuten Koronarsyndrom mit Ticagrelor behandelt, aufgrund natürlich der Vorgabe und möglicherweise auch schon mit Stents behandelt hat, ist es dann möglich, diese Patienten, sofern eine Bypass-Operation indiziert ist, die schon sehr früh zu operieren, im Hinblick auf Blutungsereignisse natürlich, oder sollte man
eher abwarten. Das heißt, wie lange vor einer Bypass-Operation sollte Ticagrelor abgesetzt werden? Das ist in der Klinik gar nicht so selten und Ticagrelor ist, denke ich, immer noch der am meisten verwendete moderne Plättchenhemmer in hiesigen Breiten. Und Blutungskomplikationen, wenn man mit Chirurgen spricht, unter dualer Plättchenhemmung sind natürlich ein wesentlicher Faktor. Man hat aus Plato schon ganz gute Daten rausfiltern können, dass es unter Ticagrelor im Gegensatz zu Clopidogrel weniger geblutet hat im Zeitverlauf. Wir wissen, dass Ticagrelor natürlich im Hinblick auf den Kollegen ADP-Rezeptor-Antagonisten, das Prasugrel, weitaus kürzer eine Wirkung hat. Das zeigen uns auch die Plättchenhemmer-Leitlinien, geben uns das auch vor. Was hat man gemacht? Man hat zwei Gruppen gebildet, der einen Gruppe im Schnitt 3 Tage Zeit gegeben, Early-Cabbage-Operationen durchgeführt, der anderen Gruppe im Schnitt 5 bis 7 Tage Zeit gegeben und Non-Inferiority-Design getestet. Was man gefunden hat, dass man durchaus im Hinblick auf Blutungskomplikationen für den Patienten einen sicheren Weg darstellt, wenn man ihn nach im Schnitt 3 Tagen schon der Operation zuführt. Interessanterweise haben die Patienten, die verzögert operiert wurden, das heißt eine längere Frist ohne duale Plättchenhemmung einer längeren Frist exponiert waren, im Schnitt mehr kardiovaskuläre, ischämisch bedingte kardiovaskuläre Ereignisse gezeigt. Interessantes Finding schon im Grunde innerhalb dieses relativ kurzen Zeitraums, wo die Patienten natürlich aber nach einem akuten Koronarsyndrom sehr vulnerabel sind. Das heißt unterm Strich eine frühe chirurgische Strategie mit etwa 2 bis 3 Tagen, eine Operation nach 2 bis 3 Tagen, nachdem man Ticagrelor abgesetzt hatte, war einer längerfristigen Wartezeit nicht unterlegen. Und an der Stelle denke ich, das war eine kardiologisch geführte Studie, aber Stefan, du hattest es ja gesagt, es gibt eine Vielzahl von interessanten Fragestellungen, auch chirurgisch und vielleicht so an der Schnittstelle zur Chirurgie. Ich finde, eine ganz einfache, sehr pragmatisch runtergebrochene, wichtige Fragestellung an der Stelle. Was meinst du, Stefan? Ja, sehr bedeutsam. Also finde ich, wie du sagst, also das ist was wir uns im klinischen Alltag immer fragen. Ein Patient hat irgendwie duale Plättchenhemmung, weil auch akutes Koronarsyndrom muss eben dann doch operiert werden und diese alte Diskussion. Und die ging voll auf dem Rücken des Patienten aus zuletzt, weil eben letzten Endes Meinungen aufeinander geprallt sind und keine Daten. Und jetzt haben wir diese Daten. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Ergänzung. Ich hätte eine Frage noch. Wir haben gleichzeitig Daten gesehen zu so einem Reversal Agent. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen alles Zukunftsmusik. Wird das eine Rolle spielen, deiner Meinung nach? Oder wird das so verebben wie die Reversal Agents der NOACs, die eigentlich toll in der Theorie sind, aber in Praxis dann zu teuer oder zu komplex oder wie auch immer? Brauchen wir das jetzt noch, wenn wir so Daten haben? Also fürs Ticagrelor brauchen wir es nicht. Reversal Agents sind A, immer teuer und B, möglicherweise ja fraglich auch immer mit der Gegenseite, nämlich mit mehr Ereignissen möglicherweise verknüpft. In diesem sehr, das sind ja sehr vulnerable Patienten nach einem ACS, ne? Also die schon ein Ereignis gerade hatten und möglicherweise natürlich auf der Schwelle zu mehr Ereignissen stehen, ne? Also persönlich glaube ich das nicht. Für den Nephrologen würde mich auch nochmal interessieren, Blutungen, ein altes Thema, Thrombozytopathie in der Nephrologie, spielt das jetzt eine Rolle irgendwie? Gunnar, wie seht ihr das? Würdet ihr das extrapolieren, solche Daten auch mal woanders hin? Weiß ich nicht, irgendwelche Prozeduren unter dualer Plättchenhemmung, was ist mit den Nierenpatienten? Die sind ja meistens doch in diesen Studien etwas ausgeschlossen gewesen. Und immer, wenn man so reinnimmt, sieht man ja, je schlechter die Nierenfunktion, desto mehr Blutungskomplikation und desto mehr thrombotische Komplikation. Und das ist ja das ganz große Problem bei diesen Patienten. Die Daten zu diesem urämischen Thrombozytendefekt, der mit Sicherheit da ist, die sind uralt. Ja? Das sind Untersuchungen, die sind aus den 60er oder 70er Jahren. Das macht zwar die Daten nicht primär schlechter, aber das war zu Zeiten gewesen, wo man eben ganz anders dialysiert hat als heute. Und in meinen Augen ist das die letzten 20, 30 Jahre
eigentlich komplett übersehen worden, sodass es schwierig für uns ist und wir eigentlich, wie oft der Nephrologe, immer nur der Warnende sind, der dann sagt, naja, gibt mal nicht zu viel von dem Zeug. Aber einen ganz großen eigenen Beitrag sehe ich da im Moment nicht. Was in meinen Augen ganz wichtig ist, das ist jetzt so ein bisschen jenseits dieses Aspektes, aber ist dann die Kombination mit dem Vorhofflimmern und da in meinen Augen ganz, ganz wichtig, bloß keine Triple-Therapie über den maximalen akuten Aufenthalt hinaus. Was wir sehr häufig sehen, ist, dass die Patienten dann über lange Zeit ein oder zwei Thrombozytenaggregationshemmer haben und noch ein Antikoagulans. Das sollte nach einem Jahr auf jeden Fall beendet werden, denke ich, der Thrombozytenaggregationshemmer. Dann sollten wir wirklich beim NOAC bleiben in der entsprechenden Dosis. Vielleicht ein letztes dazu und dann noch der Abschlussstatement aus Wien dazu. Wir haben ja eine ganz spannende Studie gesehen gehabt, die wir jetzt nicht diskutiert haben. Es werden ja wieder neue gerinnungshemmende Substanzen kommen, die auf die Faktoren 11 und 12 adressieren, die mit weniger Blutungskomplikationen einhergehen und die vor allen Dingen nicht akkumulieren. Insofern wird auch da wieder die kardiorenale Zusammenarbeit enger werden. Ja, das, was wir gesehen haben bei den Thrombozytenaggregationshemmer, egal welchen wir verwendet haben, bei jetzt im Extremfall CKD5-Patienten, es war ein erratisches Ergebnis, das herausgekommen ist. Und deshalb, glaube ich, kann man fast nichts transferieren von den Studiendaten, die wir jetzt da sehen. Also es bleibt im Klinischen, was Sie gesagt haben, nicht aufs Ziel schießen. Die Daten sehen jetzt nicht als, dass die Blutungsereignisrate deutlich ansteigt mit den CKD-Stadien. Aber wir müssen sagen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, wenn wir bei den Patienten CKD 4, 5, speziell Dialysepatienten sehen. Ja. Das war ein ganz spannender Ritt durch die Kardionephrologie. Ich glaube, alle Kollegen, die es jetzt durchgehalten haben bis jetzt, haben gemerkt, warum die Nephrologen angefangen haben. Die Kardiologen haben natürlich länger überzogen, als die Nephrologen überzogen haben. Hätten die Kardiologen angefangen und so weit überzogen, dann hätten wir nicht mehr das Wort bekommen. Deshalb hat uns die erste gute halbe Stunde gehört. Was die Zukunft mit Sicherheit zeigen wird, ist, dass diese Zusammenarbeit über das enge Fachdisziplin hinaus so wichtig sein wird. Und wir haben eben diese vielen Menschen, die chronisch nierenkrank sind, und wir haben diese vielen Menschen mit verschiedenen Formen der kardialen Erkrankung. Und wir haben vor allen Dingen die Substanzen, die jetzt beide Pathways günstig beeinflussen. Insofern werden wir mit Sicherheit immer mehr Kardionephrologie brauchen. Und zwar nicht nur bei Kolleginnen und Kollegen, die jetzt eng in der Nephrologie und in der Kardiologie arbeiten, sondern eben auch darüber hinaus in der Inneren, in der Allgemeinmedizin. Und was mich auch sehr freut, ist nicht nur die kardiologisch-nephrologische Zusammenarbeit, sondern auch die österreichisch-deutsche Zusammenarbeit. Auch da freuen wir uns aufs nächste Jahr. Abschließend meinerseits nur, bevor wir ins nächste Jahr gehen, wir haben am 1. Dezember unsere letzte Live-Veranstaltung, passenderweise auch wieder über Herz und Niere, da freuen wir uns über aktive Teilnahme. Wir haben in der Adventszeit noch eine Reihe von spannenden Interviews im Bereich Nephrologie, Hypertensiologie, versuchen die immer freitagabends 19.30 Uhr, so als ein kleines Prä-Advents-Geschenk zu streamen. Für Weihnachten haben wir noch mal etwas Feuilletonistisches vorbereitet gehabt. Und dann werden wir das neue Jahr starten, geplant zusammen mit Markus Seemann, Andreas Kronbichler, mit einem Blick auf das, was nächstes Jahr uns erwartet. Wir haben mindestens 4 ganz spannende Substanzen, die im Moment in der Prüfung sind bei der EMA, die kommen werden, nach allem, was wir im Moment wissen, und die dann die Kardionephrologie spannend beeinflussen werden und die vor allen Dingen aber auch das, wo die Kardiologen dann aussteigen, nämlich die glomerulären Erkrankungen, spannend beeinflussen werden. Ganz herzlichen Dank für das Interesse zu Hause.